Es war ein kalter Winter. Die Schneeflocken draußen fielen herunter wie die Lemminge von den Felswänden. Ich saß in meinem Büro in der Bank 1969. Das Telefon klingelte die ganze Zeit. Ich war überhäuft mit Kunden. Aber ich hatte was Wichtigeres zu tun. Das Kapital. Karl Marx. Ich begann vom letzten Kapitel, das ich gelesen hatte, weiterzulesen. Das Proletariat und die Notwendigkeit, TikTok während der Arbeitszeit zu benutzen. Ihr seid nicht eure Arbeit. Arbeitet so wenig wie möglich. Euer Chef scheiß auf euch. Also scheiß auf euren Chef. Benutzt TikTok während der Arbeitszeit und lasst euch dafür bezahlen. Geht in Frieden und verkauft euren Körper. Amen, Genossen. So erstellte ich ein TikTok-Video in Form eines Rap-Songs für einen Teil meiner heißen Verse. Willst du ein Darlehen? Dann brauchst du nur zu uns zu gehen. Bekommst du es nicht? Ha, du wirst ausgetrickst. Die Schweiz ist nichts verglichen mit uns. Nur Reiche hier, keine Straßenjungs. Größte Bank von Lana. Und zu Hause habe ich ein Lama. Skö, skö. Ich lud das hoch, aber nach einigen Minuten war es noch nicht viral gegangen. Voller Scham begann ich wieder mein geliebtes Buch zu lesen, um zu sehen, ob ich etwas übersehen hatte. Aber auf einmal sprach eine Stimme zu mir. Vollidiot! Wer war denn das? Die Stimme kam direkt vom Buch heraus. Es konnte nur eins heißen. Mein Herz aller Liebster sprach direkt zu mir. Hey Arschloch! Hör mal zu! Durch dein Versagen hast du mich enttäuscht und blamiert. Du bist nur wie alle anderen. Stalin, Castro, Lenin, Renzi. Alles nur Leute, die mein Herz gebrochen haben. So soll nichts mehr von mir auf Erden zurückbleiben, denn ihr Menschen seid es nicht wert. So verschwand die Stimme und das Buch mit dir. Entsetzt und voller Trauer blieb mir nichts mehr übrig, als einen neuen Song auf TikTok hochzuladen. Aber dieses Mal im Drill-Stil, um die ganze Welt wissen zu lassen, wie schmerzhaft diese Trennung für mich war. Karl, ich liebte dich, du warst mein Jetzt. Jetzt denke ich nur an den Tag, als du mich verletzt. Why? Diese Bitches wollen nur Koks und Cash, gra. Du hingegen Kuma und ein offenes Gefecht, bra. Tränen groß wie ein Rolex von den Augen. In den Gulags die Snitches, die wir nicht brauchen. Drake in der Hand, du warst für lange Zeit mein Daddy. Jetzt sogar das Gesicht deines Ops macht mich happy. Skrr. In the trenches, bullets flying like in Stalingrad, bang bang. Du weißt, dass ich dich noch mag. Komm zurück, Karl. Komm zurück. Danke.